Einen wunderschönen Dienstagabend. Es ist Dienstag, es ist Zeit für spirituelle Gedanken, es ist Zeit für einen weiteren Spirit Talk heute zu dem Thema Mut zur Eigenverantwortung und zur Lebensfreude. Und ich darf meine Talkgäste zu diesem Thema begrüßen. Herzlich willkommen vom Mentalen Lichtzentrum Wien. Herzlich willkommen, Werner Giefing. Hallo Michael, danke für die Einladung. Werner, wir reden über Erfolgsprinzipien nach Ingrid Kamper. Wer ist die Ingrid Kamper? Erstens ist die Ingrid Kamper meine Seelenschwester. Zweitens ist die Ingrid Kamper meine spirituelle Lehrerin. Und drittens ist die Ingrid Kamper die Wörterhexe schlechthin. Die Ingrid Kamper hat das Werkzeug des Karma-Löschens erfunden. Und hat bewiesen, dass auch das Werkzeug des Karma-Löschens funktioniert und hat damit, ich sage wirklich, glaube ich, tausenden Menschen damit das Leben komplett verändert, die es halt angenommen haben. Und ich liebe sie, obwohl sie ja so eine kleine Frau ist, liebe ich sie für sie ihre Größe und für ihre Ehrlichkeit. Und sie lebt wirklich die Authentizität in Person. Aber noch näher, glaube ich, kann das die liebe Isabella sagen, weil sie begleitet unser Häcksel noch viel, viel länger wie ich. Herzlich willkommen vom Mentalen Lichtzentrum St. Veit. Herzlich willkommen, Isabella Trampitsch. Ein herzliches Namaste in die Runde. Danke für die Einladung, Michael, und ich freue mich sehr, dass ich wieder dabei sein darf. Was möchtest du zur kurzen Lebensbeschreibung von Ingrid Kamper, von dieser genialen Heilerin, noch ergänzen, liebe Isabella? Was dabei rum Ja, schon bleibt. es gibt sehr, sehr viel zu erzählen über sie, weil wie ich sie vor 17 Jahren kennengelernt habe, hat mich die Frau von ersten Augenblick an fasziniert. Also wie sie mir angeschaut hat, der Blick, der bis, also wirklich ganz ins Innerste hineingeht. Und wir haben uns gegenseitig begleitet diese Jahre, sind durch viele, viele karmische Lektionen gegangen. Und die Ingrid ist ein Mensch, den ist es mittlerweile vollkommen egal, was andere über sie denken. Sie lebt ihres. Aber sie lebt es mit so einem offenen Herzen und mit einer Ehrlichkeit und Tiefe. Ich bewundere sie so sehr dafür und sie ist meine beste, allerbeste Freundin, Kollegin. Ja, wir können uns schon wirklich gedanklich verständigen. So sehr sind wir aneinander gewachsen und viele sagen, oder wir sagen das auch, wenn wir nicht Mann und Frau wären, aber wenn wir nicht Frauen wären in diesem Leben, wären wir Mann und Frau und würden heiraten. So sehr, so tief geht unsere Liebe. Aber mittlerweile ist es eh erlaubt, dass die Ja, Frauen heiraten. wir haben das auch gerade das letzte Mal durchgesprochen. Ach so. Das war in der Therme, das war recht lustig. Wenn wir uns so unterhalten haben und der Wolfgang sagt her zu, also ihr Sohn sagt her zu uns, die zwei Damen schauen aus, als wenn sie ein Paar wären. Ne? Weil wir uns einfach, wir können bla 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 6 Stunden durchreden, ohne dass uns langweilig wird. Wir finden immer ein Thema. Aber es ist nicht nur, es ist kein Tratsch, sondern wir unterhalten uns über genau diese leere Nacht mit mich, was wir verbessern können, was wir auch machen können, um es den Menschen leichter zu machen. Und da steigen wir halt in so eine Tiefe ein. Es ist für uns einfach, ja, es ist unser Leben, diese Leere. Herzlich willkommen von der Webseite mlz.at, den heutigen Vertreter. Herzlich willkommen, Wolfgang. Grüß dich, Michael. Wolfgang, wie viele Erfolgsprinzipien gibt es überhaupt? 21! Wahrscheinlich nur viel mehr, aber die 21 sind die wichtigsten. Alle, die Ausbildung zum Mental- und Spiegelcoaching in Felden genossen haben, für die ist es ein zentraler Bestandteil von der Ausbildung und auch vom Leben dann. Also, wenn man das verinnerlicht und das sich zu Herzen nimmt, was man da mitkriegt, dann sind die 21 Erfolgsprinzipien irgendwann nicht mehr zum Streichen. Herzlich willkommen vom Mentalen Lichtzentrum Aachensee. Herzlich willkommen, Gitta Klose. Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ich wieder dabei sein darf. Gitta, jetzt haben wir das heute, haben wir das Erfolgsprinzip Mut zur Eigenverantwortung, Lebensfreude. Was sind denn für dich die wichtigsten Erfolgsprinzipien nach MIG? Eigenliebe, also ich liebe mich, für mich immer wieder eine Herausforderung, ein Thema.
darauf zu achten, dass ich der wichtigste Mensch in meinem Leben bin und ich auch danach lebe. Bei mir vorkommt, mir hat das keiner so richtig vorgemacht und beigebracht, deswegen darf ich das immer wieder selber tun. Und Ehrlichkeit zu mir selbst und meinen Mitmenschen ist auch ganz, ganz wichtig. Und Mitgefühl und Toleranz für den Karma-Prozess meiner Mitmenschen. Das ist auch ganz, ganz wichtig, eben zu vermeiden, zu verurteilen und zu schauen. Ich brauche meine Zeit, um meine Sachen anzuschauen. Und meine Mitmenschen dürfen so sein, wie sie sind und so leben, wie sie wollen. Und da darf ich ehrlich bleiben, also meine Wahrheit sagen und gleichzeitig tolerant bleiben. Auch ein herzliches Willkommen an dieser Stelle an unseren Mann im Hintergrund, an unseren Regisseur. Lieber Ronny, schön, dass du nach der Krankheitsgeschichte, die du dir selbst ausgesucht hast, wieder mit an Bord bist. Und herzlich willkommen zurück hier beim Spirit Talk. Und wie wir es letztes Mal schon gemacht haben, möchte ich auch dieses Mal wieder fortfahren. Ich gehe in eine offene Runde und zwar eine generelle Frage. Eigenverantwortung, was ist das und warum brauche ich das? Michael, du hast gerade früher gefragt, was die wichtigsten Erfolgsprinzipien oder das wichtigste Erfolgsprinzip für jeden Einzelnen ist. Und ich glaube, es ist das allerwichtigste Erfolgsprinzip und das gehört da dazu mit dem Mut, dass wir uns, also Anerkennung von Spirit, unserer spirituellen Heimat und dass wir uns unser Leben ausgesucht haben. Denn auf das ist alles gebaut im Endeffekt, weil wenn ich das anerkenne, dass ich mir mein Leben ausgesucht habe, dann muss ich sowieso Eigenverantwortung übernehmen, weil alles, was ich mir ausgesucht habe, kann ich sagen, mit dem will ich nichts zu tun haben, sondern es ist die Lektion oder sind die Lektionen, die wir uns ausgesucht haben, um daraus zu lernen, um uns weiterzuentwickeln, um auf der Seelenebene einen Schritt weiterzugehen. Und Mut zur Karma- und Spiegelarbeit ist auch ganz, ganz wichtig. Alles das ist, deswegen, es gibt kein Erfolgsprinzip, das weniger wichtig wäre, aber eben das 21. Diese Anerkennung, dieses ausgesuchte Leben, lasst euch das draußen bitte einmal so richtig auf der Zunge zergehen. Du hast da alles in deinem Leben ausgesucht. Du hast da die Personen ausgesucht, du hast da die Situationen ausgesucht, du hast dir alles ausgesucht, weil du genau in diesem Bereich lernen willst. Ich lade euch ein, einfach nachzudenken, wenn eine Situation da war, wo du gedacht hast, oh Gott, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht. Und dann bist du durch diese Lektion gegangen und hast es geschafft. Wie ist das denn hinten noch gewesen? Warst du stolz auf dich? Ja, sicher. Dann ist der richtig gut gegangen. Ja, ich habe es geschafft. Das war richtig, richtig mega, dass ich das geschafft habe. Und genauso soll es sein und erkennen, warum habe ich die Lektion bekommen? Was hatte ich darin zu lernen? Ist auch eben genau der Entwicklungsschritt, den wir brauchen, um uns zu entwickeln. Eigenverantwortung, wenn man es einmal kapiert hat, wie die Isabella sagt, dass wir uns selber ausgesucht haben, kommt meistens dann gleich mal die erste Watschen, weil das der andere ist schuld, das ist obsolet, das gibt es nicht mehr. Eigenverantwortung, wie der Name schon sagt, das liegt immer nur an mir. Und der andere, der trägt seinen Part bei, aber er ist nur ein Überbringer von gewissen Dingen. Aber es liegt immer nur an mir, ob ich reagiere, wie ich reagiere, ob ich generell überreagiere. Und es liegt nur an mir. Das ist das, wenn man kapiert hat, ich habe es mir ausgesucht, dann gibt es ja nicht mehr, der ist schuld und die Situation ist schuld und die. Sondern es gibt nur eines. Es ist meine Eigenverantwortung. Ich darf schauen, wie ich reagiere auf die Situation, auf die Person, was mit der Person spiegelt, was die Situation spiegelt. Und es liegt mir und liegt nur an mir, es zu verändern. Es gibt natürlich Hilfen, wo man dann sich Hilfe holen kann. Man ist ja nicht alleine da dabei. Es gibt ja genug bei uns im Team, die einem da weiterhelfen. Aber trotzdem, ob Hilfe oder nicht, ich bin es. Das ist die Botschaft von der Eigenverantwortung für mich. Ich glaube, dass dieses Erfolgsprinzip heißt ja Mut zur Eigenverantwortung und Lebensfreude. Es bedarf ein bisschen an Mut, weil ich glaube, ganz viel, mir ist zumindest so gegangen und ganz viele andere geht es auch so, die wachsen ein bisschen in diesem Opferdenken auf. Also ich kann ganz oft für mein Leben nichts. Die sind die anderen schuld und der Lehrer ist schuld und meine Eltern sind schuld und alle möglichen Leute sind schuld. Das ist also eine bequeme Situation, weil dann kann ich ja nichts dafür. Und ich bin halt arm, habe vielleicht ein Leben, das mir nicht so taugt, aber die anderen richten es und machen es.
Und dieses Erfolgsprinzip sagt für mich auch aus, dass wir die Schöpfer unseres Lebens sind. Ich habe immer mindestens zwei Möglichkeiten, meistens viel, viel mehr, wie ich mich verhalten kann, wie ich reagiere, wie ich mich entscheide, wie ich weiterlebe, was ich für eine Einstellung habe, was ich für eine innere Haltung habe. Und aus dieser bequemen Lethargie und aus dieser Opferhaltung herauszugehen, das erfordert Mut. Die Lorbeeren, die man heute halt dafür erntet und das Geschenk, das man dafür kriegt, ist halt einfach ein glücklicheres Leben, weil ich weiß, ich kann es mir gestalten, ich kann es selber machen. Wenn mein Leben nicht so ist, wie ich es gerne haben möchte, dann liegt es an mir, dass ich es dorthin bringe und dass ich es ändere. Und das sagt dieses Erfolgsprinzip für mich aus. Genau, und wenn ich sage, das liegt an mir, ist ja dann die Frage genau, was strahle ich aus, was ziehe ich an oder warum brauche ich das, was ich gerade kriege jetzt? Ne? Und damit gehe ich ja wieder zu mir selber zurück, dass ich sage, was ich brauche es ja. Ich will ja diese Erfahrung machen. Der andere druckt irgendeinen Knopf bei mir und nur wenn ich betroffen fühle, mich fühle, also wirklich alles, was mich trifft, betrifft mich, sagen wir mir immer, dann weiß ich, das ist mein Thema. Wenn es mich ärgert, wenn es mich verletzt, dann ist es mein Thema und nicht der andere hat mich verletzt, sondern ich bin verletzt und dieser andere macht mir meine innere Verletzung bewusst. Und da weiß ich, da habe ich was zum Tun. Darf ich dankbar sein und sagen, Gott sei Dank, habe ja diesen Knopf gedrückt, jetzt kann ich etwas auflösen, sprich karmisch bearbeiten und auflösen, damit ich dann in die Veränderung gehen kann. Und das ist das Schöne, weil nach dieser Auflösung, die Veränderung, ganz leicht geht und einfach das Leben mit diesen Auflösungen immer schöner und schöner wird, aber natürlich auch immer eigenverantwortlicher. Und was der Wolfgang noch gesagt hat, möchte ich nur kurz hinweisen, der Lehrer ist schuld oder der ist schuld oder die Mama ist schuld oder der Papa ist schuld, dass meine Ausbildung nicht so gelaufen ist, obwohl ich ein fauler Hund war. Aber es nimmt natürlich auch den Nährstoff zum Jammern. Wenn ich kapiere, dass es meine Verantwortung ist und nicht die Verantwortung von wem anderen, und es ist sehr einfach zu sagen, der andere ist schuld und es nimmt mir den Nährstoff zum Jammern. Das heißt, das Jammern, wenn ich es in der Hand habe, dann brauche ich nicht jammern, sondern ich habe die Entscheidung, ob ich es tue oder nicht tue. Bitte. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Es ist für mich sehr viel abgedeckt von dem, was dazu zu sagen ist. Ja, so wie der Werner sagt, das Jammern ist aber leichter. Ne? Weil wenn ich die Verantwortung übernehme, ich muss ja was tun. Ich bin gezwungen, dann etwas zu tun. Und wenn ich jammer, dann brauche ich nichts tun. Ich kann nichts ändern und alles ist so beschissen und. Und dann brauche ich meinen Hintern nicht bewegen. Und das ist ja das, was die meisten Menschen gewöhnt sind. Einfach dieses, du musst das machen, du musst das machen, du musst das machen. Das sind wir ja gewohnt. Von Kindheit auf sind wir gewöhnt, dass uns jemand etwas sagt, was wir zu tun haben. Und wenn es dann nicht so funktioniert, kann man sagen, ja, der hat gesagt, ich muss das tun. Ne? Und damit steigen wir schon wieder aus dieser Verantwortung. Also es ist schon praktisch, sich in der bequemen Komfortzone zu bewegen, weil ich einfach nichts tun brauche. Und aber was die meisten Menschen nicht wissen, dass wenn wir uns aus dieser Komfortzone nicht herausbewegen, wenn wir immer im Alten stecken bleiben. Und Altes, das, was das Wort schon alleine sagt, Altes macht alt. Gehen wir immer eher zurück in der Entwicklung, als wie dass wir voranschreiten. Und ich glaube nicht, dass wir auf der Welt sind, um arm, krank und lustlos und leidend zu sein, sondern dass wir auf der Welt sind, ganz einfach, um wirklich zu schauen, wo liegt unser Glück und was können wir dafür tun. Jetzt haben wir natürlich alle die große Ehre, dass wir uns aufgesucht haben, dass wir rechtzeitig, ich meine, wir sind ja alle knapp über 20, das Karma- und Spiegelwerkzeug nach Methode Ingrid Kamper und Methode Isabella Trampitsch zu erlernen und anzuwenden. Jetzt frage ich aber Retrospektive, weil es gibt ja leider, Klammer auf, Klammer zu, noch ganz, ganz viele Menschen, die nicht das Karma-Werkzeug in der Hand haben. Wie waren früher eure Bewältigungsstrategie, wenn ein Thema auf euch zugekommen ist? Meins war immer totale Selbstaufgabe. Ich bin so arm und mir geht nichts weiter und dies und jenes. Und da, wie die Isabella richtig gesagt hat, bin ich dann auch nie rausgekommen, weil die ganze Welt ist böse zu mir. Ist jetzt nicht das Beste anzuwenden, wenn ein Thema daherkommt. Und danke Karma-Arbeit, bin ich da auch schon ziemlich gut heraus. Aber was habt ihr früher für Bewältigungsstrategien gehabt, wenn ein Thema auf euch zugekommen ist, wenn jemand die Knöpfe gedrückt hat? Ich kann mich nicht mehr erinnern.
Also, bei dir ist so lange aus, Isabella. Ja, nein, es ist wirklich so, dass ich sage, das war mein altes Leben. Ich weiß es nicht mehr wirklich. Also ich weiß schon, dass ich viel in der Trauer war und dass es einfach ganz, ganz intensiv war, da tagelang drinnen zu bleiben. Und es ist, ja, ich kann es gar nicht mehr richtig sagen. Es ist für mich unvorstellbar und deswegen sage ich, verstehe es oft einmal nicht, wenn ich jemanden die Hand reiche und der sagt, na, das funktioniert nicht da und immer kann man nicht glücklich sein und immer kann man nicht gesund sein und ich bin ja schon älter, das ist ja normal, dass ich das und das habe. Also das ist, wir sind so geprägt, also wie auf einer Platte so richtig eingebrennt, wie das Leben zu sein hat. Und das ist das Bequeme und ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich weiß nur, dass das beschissen war und dass die negativen Energien im Vergleich, wenn ich jetzt hergehe und sage, wie war es damals, wie ist es heute, dass 70% negativ waren und 30% positiv und heute ist das umgekehrt. Das also dadurch mein Herz jahrzehntelang geschlossen war und ich mir so eine dicke, das sind ungefähr 5 cm, dass man es ungefähr abgleichen kann, Sicherheitsglas vor mein Herzen gehabt habe, habe ich das gar nicht so mitgekriegt. Es war halt eine Einbahnstraße, weil der Panzer, der hat sehr gut geschützt. Es war halt eine Einbahnstraße, weil dadurch ist auch nichts durchgegangen, auch im positiven Sinn nicht. Und so habe ich überhaupt nicht gemerkt, dass zwar die negativen Gefühle gar nicht so zugekommen sind, aber die positiven auch nicht. Und mir ist es bis vor 5 Jahren gar nicht bewusst gewesen, was ich da alles versäumt habe, wie toll so ein Gefühl sein kann, wenn auch da positive Gefühle durch, also das Panzerglas, das habe ich ja entfernt durch viel Arbeit. Und jetzt dann fließt es und das ist was Wunderschönes und ich kann an jeden nur empfehlen, der das Gefühl noch nicht kennt, kommt, tut was, hebt euch einen Arsch, es zahlt sich aus. Es ist ein Erlebnis, was ich mein Leben lang nicht mehr missen möchte. Bei mir war es, das weiß ich deswegen nur so genau, weil mich die Ingrid Kamper eben bei unserem ersten Treffen genau auf das angesprochen hat, also so eine permanente Traurigkeit irgendwo. Also überspielt natürlich oder unterbrochen von ein paar lustigen Momente, aber vor allem, wenn ich allein war oder zur Ruhe gekommen bin, war es einfach eine Traurigkeit. Mit der ganzen Situation, wie mir mitgespielt wird, wie meine Partnerschaft ist, wie das ist mit den Kindern und beruflich und alles drum und dran. Das war alles so. Aus dieser Traurigkeit war ich, glaube ich, nie wieder rausgekommen. Also das war einfach, ich habe mich nicht mehr viel aufgeregt, sondern das war halt einfach irgendwie, so ist mein Leben. Und dieses Gefühl, dass das war jetzt alles. Also es kommt nichts mehr. Jetzt bin ich Anfang 40 und quasi das war's. So spüren wir jetzt das Leben haben. Das war so die Grundhaltung. Und ein bisschen Perspektiven, nicht ein bisschen, ganz schön perspektivenlos, einfach sich ergebend war ich da. Und das hat sich massiv verändert. Da war ich auch sehr, sehr ähnlich unterwegs, wie der Wolfgang das beschreibt. Auch mit dem Überspielen, wenn Menschen da waren, wenn ich draußen war, hihi, haha. Und daheim dann diese Traurigkeit und sehr viel Selbstmitleid und sehr, sehr viel Wut, also weil eben alle anderen schuld waren, vor allem meine Eltern an meinem Leben, auch wie ich schon erwachsen war. Gewusst, die haben einfach alles falsch gemacht. Da habe ich schon sehr viel aufarbeiten und revidieren dürfen, seit ich selber Mama bin. Verstehe ich viele Sachen ganz, ganz anders und kann es Gott sei Dank aufarbeiten, die ganze Geschichte. Sehr viel Lethargie. Und auch viel in mich neigfressen im wahrsten Sinne des Wortes, dass auch einfach mein Körperbau noch massiver war als jetzt, weil ich so viel in mich neigfressen habe, weil ich nicht wirklich reden konnte. Und anstatt zu reden und was mich mitzuteilen und was zu verändern, habe ich zum Beispiel halt regelmäßig irgendwelche Partner abgeschossen, also Partnerschaften beendet, weil es halt wieder genau das Gleiche war und der natürlich schuld war an dem, wie es ist. Und ich bin sehr dankbar, dass ich eben ganz, ganz viele Sachen rausarbeiten habe dürfen mit der Karma- und Spiegelarbeit, um so viel zu verändern, schon allein eben auch die Lebensfreude, um die es heute ja auch geht,
wieder mein Leben zurückzuholen, und zwar die echte Lebensfreude, also die wirklich aus dem Herzen, aus dem Gefühl kommt und nicht dieses aufgesetzte Clown-Gesicht oder halt mit Hilfe von Alkohol auch dann fallweise lustig sein, sondern tatsächlich lustig sein, weil das Leben einfach lustig und lebenswert ist. Also lustig im Sinne von Lebensfreude. Was Alkohol ist, muss ich uns dann nochmal genauer erklären, damit wir das auch verstehen, aber... Ja, ich weiß schon, da braucht es hier Nachhilfe, weil Bier ist ja kein Alkohol, sondern Grundnahrungsmittel, das wissen wir. Ich glaube, das ist aber auch der Alkohol früher ein Mittel gewesen, um sich das einfach alles ein bisschen schöner zu machen, oder? Weil das ist ja natürlich auch ein Punkt, wo, ja, Mensch, trinken wir halt eins, dann ist wieder alles viel schöner. Ne? Wenn man, aber das braucht man heute nicht mehr, eben genau, weil es natürliche Energie ist, wo wir uns nichts mehr erzeugen müssen, sondern weil diese Lebensfreude, ich meine, das ist ein Grundelixier, das ist ein Lebenselixier. Und wenn wir Lebensfreude haben, dann sei mal gesund. Das gibt's nicht. Du kannst ja nicht lebensfroh sein und dann eben traurig sein, das geht nicht mehr. Ne? Also Lebensfreude ist das Grundelixier, was unsere Zellen jung hält, was unsere Zellen erleuchtet. Und da ist die Wissenschaft heute ja auch schon sehr, sehr, sehr weit, dass ihr wisst, dass sie sagen, wenn Lebensfreude vorhanden ist, ist der Mensch ja viel weniger krank. Das ist ja ganz logisch. Ne? Und wenn wir heute so in die, also in die Gesundheitshäuser oder in die Altenheime schauen, wo ist denn da eine Lebensfreude? Ne? Die man, es wird schon viel jetzt verändert. Also da habe ich jetzt schon ein paar Berichte gesehen, dass sie auch in den Heimen und so versuchen, wirklich eine Bewegung hineinzubringen. Aber was ich am Wochenende ganz besonders festgestellt habe, und das habe ich von einer Klientin gehört, haben eine Klangbehandlung gemacht und die hat gesagt, wie schön ist das, ich mit den Klangschalen, also diese Berührung, und wenn es nur die Schale ist, die man aufsetzt und mit einer Energie arbeitet, das ist so schön, diese fließenden Bewegungen am Körper, weil wir da ganz eine besondere Technik haben, das zu machen, sagt sie, das ist, als wenn ich den 1,5 Stunden ununterbrochen gestreichelt werde. Und das noch mit Klang und Energie. Und das ist so schön und sie hat gestrahlt. Und das ist für mich natürlich wieder ein Beweis, dass es nichts Schöneres gibt als wie Berührung mit einem offenen Herzen. Aber was hilft mir Berührung, wenn das Herz dabei nicht offen ist? So wie der Werner früher gesagt hat, es ist einfach, eine Mauer vor dem Herzen zu haben, keine Liebe annehmen zu können, aber auch nicht wirklich geben zu können. Aber nur, das ist kein Leben. Es ist nicht wirklich Leben. Das weiß man nachher, wenn das Herz offen ist. Gell? Und wenn wir spüren, was das bedeutet, zu geben und annehmen zu können. Das ist das Schönste. Und wenn man diese Ängste ablegen kann, eben aufgrund karmischer Situationen oder aufgrund Karma, dass man das aufarbeiten kann und dass man Liebe dann wirklich annehmen kann. Spreche ich aus eigener Erfahrung natürlich. Und ich glaube, die Erfahrungen haben wir alle mitgemacht im Endeffekt. Dieser Schutz, einen Schutzwall aufzubauen, um nicht verletzt zu werden. Und das fällt natürlich durch die Karma-Arbeit, durch das Werkzeug, was die Ingrid Kamper erfunden hat, fällt das weg, weil wir lernen, wirklich authentisch frei zu sein. Und es ist ein richtiger Prozess, weil das haben wir nicht gelernt, dass wir so sein dürfen, wie wir sein, oder? Wir mussten uns ja anpassen. Aber wir geben da auch niemandem die Schuld, sondern das ist unsere Lektion, unser Lernprozess, in dem Leben wirklich das zu lernen, mich zu lieben, so wie ich bin. Ohne irgendwelche, oh Gott, das darf ich nicht und das darf ich nicht, sondern ich bin, wie ich bin, und so wie ich bin, bin ich richtig. Und das zu lernen, ist einer der schönsten Prozesse überhaupt. Also jeder, der 1,5 Stunden von Isabella gestreichelt werden möchte, soll sich bitte auf www.mz-sv.at melden. Der kann oder in einen Klangworkshop kommen. Zu meiner nächsten offenen, runden Frage. Fange jetzt genau, Schreiberheiler grüßt geiler Heiler. Fange beim Wolfgang an, weil jeder, der dich privat ein bisschen kennt, weiß genau, du bist einer, der immer einen flotten Spruch auf den Lippen hat, eine Witzkanone, wie es aus dem Buche steht. Wie es im Buche steht, nicht aus dem Buche. Das ist genau der Unterschied, wie in Österreich geht man in die Schule, in Deutschland geht man zur Schule. Auch wieder so ein kleiner Unterschied, aber Wolfgang, Mut zur Lebensfreude. Heißt es, dass man immer so einen Gag auf den Lippen haben soll, dass man zum Beispiel beim Begräbnis die Blumen nicht nach vorne, sondern nach hinten tritt und schreit, du bist der Nächste? Oder was ist Mut zur Lebensfreude? Sag, du stößt immer solche Fragen. Ich glaube, das ist ein Grund, also da geht es um die Grundeinstellung zum Leben. Und das ist auch das, was ich zuerst gesagt habe. Ich habe immer die Entscheidungsmöglichkeit in jeder Situation, wie ich das sehe. Und ich kann aus
ich kann alle Dinge, die passieren um mich herum oder auch weiter weg, sehr negativ sehen und das kann man nach unten ziehen. Oder ich kann diese Sachen aber auch positiv bewerten. Ich kann alles, was mir passiert, so bewerten, dass ich sage, das ist eine Lektion für mich. Das ist jetzt nicht ein Problem, sondern aus dem kann ich lernen. Das kann ich überwinden, da kann ich stärker hervorgehen. Und das ist so die Entscheidung, das Leben grundsätzlich positiv zu sehen. Und das erfordert einen gewissen Mut, nämlich auch ein gewisses Vertrauen, dass das Leben grundsätzlich mit uns gut meint. Und aus dieser Schiene, in der viele drinnen sind, in der ich ganz massiv drinnen war, das Leben grundsätzlich einmal dunkelschwarz zu sehen, auszubrechen und zu sagen, nein, ich ändere meine Einstellung zum Leben, ich glaube, dass das Leben grundsätzlich gut ist, dass es schön ist, dass ich mich erfreuen kann und dass ich das einfach auch zulasse, dass ich fröhlich bin. Und für mich zum Beispiel gehört da dazu, ein gewisses, letztes Mal haben wir das Thema Fasten gehabt, Fasten bei Nachrichten. Also ich ziehe mir nicht jede Nachricht eine, weil Nachrichten in unserer Welt grundsätzlich nicht die guten sind. Also man hört ja ganz selten, oder man hört natürlich auch, dass wer einen Oscar gewonnen hat, aus aktuellem Anlass, aber wenn ich mir ein ganzes Jahr die Nachrichten anhöre, dann sind es halt zu 98% negative Nachrichten, die mich aber überhaupt nicht betreffen. Ja? Weil wenn jetzt irgendwo in China ein Rall umfällt, ist es nicht mein Rall, es gehört nicht mir, ich kenne nicht einmal, dem das Rall gehört hat, aber es stört mich, dass der Rall umgefallen ist. Und so sind halt ganz viele Leute auf der Suche nach allen möglichen Informationen, und die sind aber tendenziell negative. Und das ist auch so, einen Mut zu haben. Ich habe gerade am Wochenende wieder ein Gespräch gehabt, genau zu dem Thema, wo ich einem Menschen gegenüber gesessen bin, der ganz viele Nachrichten konsumiert und dadurch auch sich belastet fühlt. Und auf die Frage, warum er das macht, sagt, sonst kann er nicht mitreden. Und das Interessante ist das, ich habe den Mut irgendwann gefasst zu sagen, hey, ich riskiere das, nicht mitreden zu können, damit es mir besser geht. Die Wahrheit ist, man kann immer mitreden, ja, weil es gibt ja gerade bei solchen negativen Themen nicht eine Diskussion. Ja. Ich brauche über die Ukraine-Krise, da kann man nicht diskutieren. Ja. Das ist nichts, wo ich sage, ja, da gibt es verschiedene Meinungen dazu, die dann irgendwie zu einem Konsens führen, der dann irgendwie die Welt verbessert. Also kann ich auch mich da herausziehen und den Mut haben, nicht alles zu wissen und dafür aber ein fröhlicheres oder ein lebensfroheres Leben zu haben. Das ist so, wahrscheinlich hast du deswegen den Mut zur Lebensfreude. Das war jetzt lang, sorry. Ich habe eine neue Mitarbeiterin, ihr kennt sie alle, unser Sternchen vom Lichtzentrum Felden. Und sie hat die Gabe, sie macht Telefonmarketing. Und wenn sie anruft, dann, ich kriege das immer wieder mit, es gibt keinen Kunden, der sie ihrer Lebensfreude entziehen kann. Sie rief dort sowas von positiv an, es ist sowas von ansteckend. Sie hat einen sehr dezenten Lächler. Wenn sie da ihren Lächler loslässt, sitze ich im Büro, obwohl es nicht mein Telefonat ist und muss mitschmunzeln. Und sie hat mit dem sehr, sehr großen Erfolg. Und sie ist für mich ein Beispiel, wie bei einem anderen sieht man es ja viel mehr wie bei sich selber. Ich tue ja sehr gerne mit Humor und Freude telefonieren. Aber man sieht, wie Lebensfreude ansteckend sein kann. Und da ist das schon oft erwähnte Beispiel, Licht ist immer stärker wie die Dunkelheit. Und wenn jetzt dann dieser Anruf kommt, schon wieder irgendein Telemarketing oder so, und auf einmal lachen die Leute am Telefon und sie bringt richtig Sonnenschein in diese Dunkelheit von dem Alltag. Und da sieht man, das ist für mich so ein wunderbares Beispiel, wie Lebensfreude anstecken kann. Oder wenn ein Baby lächeln ist, ich glaube, es gibt keinen Menschen auf der ganzen Welt, wenn ein Baby lächeln, das erste zahnlose Lächeln, das ist ja viel schöner wie das zweite dann, dass ein Baby lächeln, dass das irgendjemand widerstehen kann und dann nicht selber mitschmunzelt. Und das Baby sagt aber kein Wort dazu. Das ist nur die Aura durch das Lächeln, das halt das ausstreut. Und das ist für mich genauso Lebensfreude von dem kleinen Kinderl, so wie eben bei der Katja eben beim Telefonieren.
Und ich glaube, das soll auch ein ganz großes, weil du gerade angesprochen hast, Babys und Kinder. Wir sollen ja den Kindern ein Vorbild sein. Wir sollen ein Kind lernen, dass das Leben leicht sein kann, wenn wir nicht den Mut zur Lebensfreude haben. Wenn wir nicht den Mut dazu haben, wirklich auch das Positive anzusehen und zu leben und immer den Fokus auf das Negative setzen. Unsere Kinder sollen es ja endlich einmal, die nächste Generation soll es ja wirklich leichter haben. Ne? Es hat sich eh schon vieles gebessert von unseren Eltern zu uns. Und jetzt soll es noch einmal gesteigert werden, dass wir den Kindern auch zeigen, hey, das Leben kann leicht sein, nicht schwer, so wie wir geprägt sind, worden sind. Ich zumindest, ich bin geprägt worden, das Leben ist keine Hühnerleiter, also eine Hühnerleiter, also lang und beschissen und so weiter. Nicht? Oder lob den Tag nicht vor den Abend und all seine Geschichten. Also wo sei man so positiv motiviert worden, dass uns gesagt worden ist, hey, genieß das Leben, leb das, was dir Spaß macht oder so. Ich habe es nicht gekannt und ich glaube, die Mehrheit auch nicht. Und wir sollen wirklich in diese Energie kommen, das so zu sehen. Weil ich kann alles von einer positiven Seite sehen, wenn ich es will. Und manche sagen dann, wie du redest, alles nur schön. Ich sage, nein, aber ich tue mir mit dem einfach leichter, wenn ich das halb volle Glas sehe und nicht das halb leere Glas. Und deswegen glaube ich aber auch, dass da ein totales Umdenken notwendig ist, um den Menschen das im Vorleben zu zeigen, dass es funktioniert. Weil nur reden geht ja nicht. Ich muss es ja vorleben. Es ist nur, das Leben ist nur wertvoll, wenn es viel und schwer gearbeitet hast. Dann ist das Leben super. Genau. Und deine Arbeit ist echt nur was wert, wenn sie schwer war, nicht wenn sie leicht war. Da musst du hinsehen am Abend. Ja, genau. Und das Kreuz auch, gell? Und so weiter. Ja, genau. Ja. Nein. Was mir da einfällt, Isabella, die Frage, so sehe ich die Welt, ich glaube, dass die wenigsten Eltern wollen, dass ihre Kinder unglücklich werden. Oder ja, dass ihre Kinder eine Schwere kriegen und dass ihre Kinder schwer haben und dass ihre Kinder unglücklich sind. Aber das Orge ist das, und das ist immer schon so, die Kinder leben die Eltern noch. Ja. So wie ich mein Vater noch lebe und meiner Mutter noch lebe und das auch über Generationen schon immer so ist. Und das, was man sich, glaube ich, als Eltern überlegen darf, ist, wenn ich ein schweres Leben habe und ein unglückliches und ein nicht sehr erfreuliches, was lernen meine Kinder? Die schauen ja mir zu, auch wenn sie nichts sagen und auch wenn ich nichts sage. Aber mitkriegen und spüren dann das die ganze Zeit, bis das ausziehen. Und dann kann man davon ausgehen, weil es ja brave Kinder sind, dass wir nachleben. Und das ist halt so der Punkt, wo man ich halt denke, es ist wirklich für viele, wäre es an der Zeit, vielleicht nicht einmal für sich selber, ja, weil es ist ja so ein Thema, bin ich mir es wert, dass ich für mich selber mache, aber für die nächste Generation und die übernächste Generation, was will denn für ein Vorbild sein? Was möchte denn für einer sein? Dass mein Bruder irgendwann sagt, boah, Papa, der war immer müde und der war immer traurig und der war immer niedergeschlagen und grandig war er und weiß ich nicht was. Nein, das möchte ich nicht. Ich möchte, dass mein Bruder sagt, hey, ich habe ein schönes Leben und ich bin fröhlich und ich lasse mir es gut gehen, weil mein Vater hat mir das vorgelebt. Das ist so mein Ansporn und auch ein bisschen, glaube ich, meine Verantwortung. Wenn ich Kinder habe oder wenn ich Leute habe, die zu mir aufschauen, dann habe ich ein bisschen die verdammte Pflicht, so stelle ich mir das halt vor, dass ich denen auch ein gutes Vorbild bin. Und nur sagen, macht das leicht oder macht ein schönes Leben, das gilt nicht. Ja. Das sind nur Lippenbekenntnisse. Wenn ich es nicht vorlebe, können sie es nicht nachleben. Ja, das in der karmischen Aufarbeitung. Und ich kann, ja, genau, Applaus wirklich. Ich kann dann nur sagen, höchstes Lob, Wolfgang, wenn du das zu deinem Lebensgefühl oder zu deinem Lebensinhalt machst, dass du glücklich bist. Glückliche Eltern haben glückliche Kinder und glückliche Kinder haben glückliche Eltern, sagt man so schön. Ne? Und wir machen das ja auch nicht bewusst oder mit Absicht, sondern es ist ein übernommenes karmisches Muster im Unterbewusstsein. Wenn ich dann oft einmal sage, schau, jetzt schau mal da genau hin, du lebst ja im Endeffekt genau das Gleiche, was du im Endeffekt verurteilt hast oder was dir nicht gefallen hat, machst du genau das Gleiche noch. Ja, das macht der Mensch ja nicht bewusst oder der junge Erwachsene. Aber er hat nichts anderes gesehen und ist so geprägt. Und dieses karmische Muster kann jeder aufarbeiten. Und ich empfehle den Eltern natürlich zuerst aufzuarbeiten, damit sie sagen, wie es geht. Aber es ist oft so, dass die Jungen zuerst kommen und dann die Eltern nachkommen und sagen, ja, ich sehe, mein Kind ist glücklich. Also, was kann ich tun, dass ich noch glücklicher, ich noch auch so glücklich bin?
Und jeder muss ja auf sich selber schauen. Wenn ich sage, du musst schauen, dass du glücklich bist, zu demjenigen, der was gerade kommt. Ja, das geht nicht. Ich muss jetzt erst schauen, keine Ahnung, mein Partner muss glücklich sein oder mein Kind muss glücklich sein, dann geht es mir auch gut. Ich sage, nein, es geht dem anderen nur gut, wenn er sich nicht Sorgen um dich machen braucht, sprich, wenn es dir selber gut geht. Ja? Und da ist auch das große Umdenken, nicht den anderen oder dass ich dafür zuständig bin, den anderen glücklich zu machen, sondern dass ein glücklicher Mensch erst dann von seinem Glück abgeben kann, wenn er selber glücklich ist. Alles andere ist nur ein Brauchen, eine Brauchliebe und so weiter. Nicht? Und da ist, ja, es ist, da könnte man stundenlang drüber reden, was man da alles tun kann. Aber Wolfgang, super, super, super erklärt. Und dieser Effekt, aha, ich bin's ja, gell? Ich muss da ja was verändern. Deine Kinder sind noch relativ jung, sage ich jetzt einmal, die haben das ganze Leben vor sich und du wünschst als Elternteil natürlich, so wie die Gita und der Werner, wünschen wir uns natürlich, dass unsere Kinder glücklich sind und nicht das, was wir mitgemacht haben, mitmachen müssen. Aber sie haben halt auch gesehen, einen eigenen Lernprozess, nicht? Das ist eh logisch. Und da dürfen wir sie dann auch loslassen und sagen, schau, ich würde das so und so machen und nicht sagen, du musst das so machen oder so machen, weil dann machen sie es eh nicht, nicht? Weil wir es selber nicht getan haben oder selber nicht tun. Nicht? Und das ist immer wieder faszinierend zu beobachten. Mein großes Vorbild in jeglicher Sache, aber auch im Thema Lebensfreude, ist das Eichhörnchen. Ja. Und zwar nicht deshalb, weil das Eichhörnchen jetzt so ein lebensfreudiges Tier ist vielleicht, aber was macht ein Eichhörnchen? Das sammelt Nüsse, um für den Winter einen Vorrat zu haben. Und danke, Wolfgang. Danke, Wolfgang. Ja, aber jetzt weiß ich, wie das Viecher ausschaut. Ja, das ist ein Eichhörnchen. Aber wir haben, ich sage auch zu meinen Klienten immer, oder zu den Leuten, die von mir eine Hilfestellung wollen, Lebensfreude ist eine bewusste Entscheidung am Anfang, wie der Wolfgang sagt, aber dann gilt es, ein Eichhörnchen zu sein. Da einen Moment zu sammeln und den in den Korb zu tun. Da einen Moment zu sammeln und den wieder in den Korb zu tun. Und irgendwann wird dieser Code nicht schwerer, sondern immer leichter und immer voller. Und das ist das Schöne dran. Und deshalb bin ich da sehr Eichhörnchen fixiert und erkläre das immer mit dem Eichhörnchen wie die Nüsse. Einmal, das ist ein glücklicher Moment, den kalt immer. Das ist ein glücklicher Moment, den kalt immer. Und so versuche ich das immer zu erklären. Und deshalb ist mein großes Vorbild das Eichhörnchen. Gitta. Michael. Wir haben deine Stimme heute kaum vernommen, deshalb stelle ich dir jetzt die Publikumsfrage vom Jonas aus Imst. Die Frage lautet, es gibt aber Situationen, die sehr herausfordernd sind. Wie kann man zum Beispiel Lebensfreude bei einem Begräbnis halten? Selbstverständlich gibt es Situationen, die herausfordernd sind und da ist dann auch ganz klar zu vermeiden, sich Sachen schön zu reden und es darf eine scheinbar negative Emotion wie Traurigkeit oder Weinen selbstverständlich auch sein, ist ja jede Träne dann auch Wertschätzung für den Verstorbenen zum Beispiel oder auch in anderen Lebenssituationen darf auch sicher erstmal die negative Emotion wie jetzt Wut, Enttäuschung, Traurigkeit, wie auch immer sein. Dann ist es jedoch wichtig, in meinem Fall halt dann durch die Karma- und Spiegelarbeit Bestandsaufnahme zu machen, was ist los, warum brauche ich das, und dann wieder in die Lebensfreude zu kommen, weil das einfach das erklärte Ziel ist, so viel Zeit wie möglich meines Lebens in Lebensfreude zu verbringen. Wenn ich dann diese ganzen Sachen, was jetzt vorher in der Sendung gewesen sind, wie Eigenverantwortung, Lebensfreude, Mut und diese ganzen Sachen und andere Blickwinkel auf Sachen da sind, eben zum Beispiel, dass das scheinbar schwere Erlebnis oder negative Erlebnis eine Erfahrung ist, die ich mir ausgesucht habe, an der ich wachsen kann, in der ich meine Erfahrungen machen kann und mit denen ich weiterkommen kann in meinem Leben, dann ist es schon alles oft nicht mehr so negativ und ich finde leichter wieder zur Lebensfreude zurück, weil selbstverständlich dürfen einfach die negativen Emotionen auch mal sein, ist ja nichts anderes als wie ein Karma. Also das heißt, ich habe eine Situation im Leben, die mir ein negatives Gefühl wieder in mein Leben holen, damit ich es aufarbeiten kann, damit ich dahin komme, zu schauen, wo habe ich das her, warum brauche ich das? Karma heißt nichts anderes als wie Ursache-Wirkung. Das heißt, irgendwann früher in meinem Leben, vor allem in der Kindheit, war eine Situation, wo ich mich genau so gefühlt habe,
wie in der Situation, die ich jetzt heute habe. Und dann kann ich schauen, dass ich das rausarbeite, um eben in die Lebensfreude wieder zurückzukommen. Das heißt, es ist grundsätzlich gut, Lebensfreude zu halten. Natürlich, sollte ich mal rausfallen, ist es wichtig, eben schnell wieder in die Lebensfreude zurückzukommen. Ich finde die Frage von Jonas aus Imst genial. Da fällt mir nämlich das wieder ein, was der Werner zuerst gesagt hat, mit den 5 cm Panzerglas vom Herzen. Wir sind Menschen und wir haben eine ganze Bandbreite von Gefühlen. Ja? Aber so wie es gerade Männer ja, über viele Jahrzehnte einstudiert gekriegt haben oder über ihre Lebenszeit, man darf keine Schwäche zeigen. Ja? Und darf aber auch nicht zu viel Freude zeigen. Das heißt, wir engen uns ja in unserem Gefühl massiv ein. Wir haben uns zwar Leitplanken eingezogen und links und rechts von dieser Leitplanke darf ich mich nicht bewegen. Ich glaube, das ist, also ich versuche das, diese Leitplanken in meinem Leben einfach zu eliminieren. So wie ich viel mehr Freude empfinde, viel mehr Lebensfreude habe, seitdem ich mich mit dem Thema auseinandersetze, bin ich herzoffener. Herzoffener heißt aber auch, dass wenn es eine traurige Situation gibt, wenn ein geliebter Mensch geht, dass ich da wirklich traurig bin und dass ich wirklich traurig sein kann und dass ich auch traurig sein darf. Und ich glaube, das nennt man ja auch Trauerarbeit. Das ist was, das gehört dazu. Und wenn ich nicht ordentlich traure über etwas, was wirklich traurig ist, wenn ein geliebter Mensch geht, wissen, dass das seine Entscheidung ist, wissen, dass das sein Weg ist, dass das zum Leben dazugehört, trotzdem darf ich traurig sein. Und ich kann es sein und es ist sogar ganz normal beziehungsweise sogar gut, wenn ich das ausleben kann. Und darum muss man beim Begräbnis nicht lustig und lebensfroh sein, aber es ist nicht ausgeschlossen. Ja? Weil meistens, wenn liebe Menschen gehen und ich mir überlege, was möchte dieser geliebte Mensch jetzt, was würde sich der wünschen, wie ich weiterlebe und wie es mir geht, wenn es wirklich lieber war, dann denke ich mir wahrscheinlich, er hätte nicht wollen, dass ich recht lang traure und dass ich recht lang leide, sondern er hätte wollen, dass es mir gut geht. Und somit darf ich nach der Trauerarbeit auch wieder in die Lebensfreude gehen, weil das ist im Sinne und ist im Sinne von dem Menschen, der gegangen ist. So versuche ich das zu sehen und darum gibt es bei Begräbnissen immer viel Tränen auf meiner Seite. Aber es geht dann auch wieder weiter. Das heißt, du haust tatsächlich Blume nach hinten und schreist Nächster, oder? Genau. Ja, also bei uns in der Gegend geht man ja nachher immer zum Wirten. Und es ist manchmal auf die Begräbnisse wirklich lustig nachher. Darum werden die Türen geschlossen, dass das nicht jeder sieht. Aber es ist manchmal wirklich ein Fetzengaudi auf so einem Begräbnis. Ja. Und ich glaube, es ist aber auch ein Schutzmechanismus, weil ich habe das schon oft erlebt, dass bei Begräbnissen, wenn man dann noch eben ein Essen geht oder was trinken geht, dass dort eine richtig tolle Stimmung ist, weil es einfach, ja, es ist auch ein Schutz. Es ist ein Schutz erst. Da habe ich schon oft festgestellt, dass ich mir gedacht habe, okay, warum ist das bei den Begräbnissen so? Heute verstehe ich es auch, gell? Weil loslassen soll ja, wie du sagst, Wolfgang, zuerst einmal Hut ab für den, was du gesagt hast, das ist perfekt beschrieben. Wir müssen trauern, aber wir dürfen den Schmerz nicht in uns festhalten. Es geht wirklich um die Trauerzeit und die Trauerphase, die ja unbedingt sein muss, weil sonst ist man ja auch nicht authentisch. Nicht? Weil sonst verstelle ich mich ja, wenn ich sage, nein, ich bin traurig oder ich darf nicht traurig sein oder so. Das wäre ja nicht das Richtige. Nicht? Und dass du das so wunderbar beschrieben, dass man diese Trauer, den Trauerweg, der ist ganz, ganz wichtig, weil es ist ja ein Weg des Loslassens. Und das geht nicht von einer Stunde auf die andere. Und nur weil der Mensch jetzt unter der Erde ist oder verbrannt ist oder wie auch immer, dass man dann nicht mehr trauern darf. Der wird von Zeit zu Zeit auch immer wieder kommen. Und das darf ich aber auch zulassen, weil sonst versperre ich mich ja gegen etwas. Und wir nennen ja, was heißt denn das Wort Gefühle? Heißt geh und fühle. Also lebe deine Gefühle, aber lass den Schmerz, der Schmerz darf nicht hupen bleiben. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man das versteht, den Unterschied zwischen Trauer und Schmerz. Der Schmerz ist zuerst einmal da, den darf ich, so wie die Gitta gesagt hat, ausarbeiten, karmisch bereinigen. Und diese Trauerphase, die darf ich aber auch es gibt ja genug Trauerbegleitungen eben in dem Fall. Und das sollte man sich auch gönnen, diese Begleitung. Eine
Trauerphase bedeutet ja nach meinem Weltbild ja nicht nur, dass ich jetzt dann die ganze Phase in einer traurigen Phase bin, sondern das ist eine Abwechslung, da kann genauso Lebensfreude drinnen sein, da kann alles drinnen sein, aber es wird Phasen geben, wo ich eben traurig bin, und wenn die da sind, dann darf ich auch traurig sein. Meine Lieben, ich will die Trauerphase jetzt nicht unnötig ausdehnen, allerdings, die Sendung neigt sich schon dem Ende entgegen. Und wir gehen zurück in die Lebensfreude, denn jetzt lasse ich euch einmal, liebe Zuschauer, bei dem Prozess teilhaben, der passiert, weil wir arbeiten ja 14-tägig nicht nur an dem Talk, sondern wir bereiten uns ja davor vor. Und der Wolfgang kriegt jetzt als Speaker of the Day heute die Aufgabe von mir, dass er das Schlusswort macht, nämlich er verrät uns, welches Thema beim nächsten Talk ist, und wir werden uns dann darauf vorbereiten. In der Zwischenzeit darf ich bitte Ankündigungen in eigener Sache machen, und zwar im mentalen Lichtzentrum Felden haben die Seminare wieder begonnen. Auch im April steht wieder einiges am Programm. Am zweiten Wochenende findet die Farblehre nach Methode Ingrid Kamper statt. Da geht es um die Aura, welche Auraform gibt es. Am dritten Wochenende, das ist das Osterwochenende, da ist Karma-Seminar. Das heißt, jeder, der jetzt Lust hat, auch dieses Werkzeug zu erlernen, ist dort herzlich eingeladen, dieses 3-Tage-Seminar zu besuchen. Gleichzeitig wird der Mentalfuzzi Wolfgang sein Seminar geben, Spiegel und Mentalcoach. Und am vierten Wochenende ist ein Heiler-Seminar, wo die 3 Männer, die jetzt bei mir ganz oben sind, einmal alle anwesend sein werden. Es geht um Wirbelsäulenaufrichtungen. Kommt vorbei, wir helfen euch gern weiter. Wir sind dann in der Beethovenallee 3 in Felden und freuen uns über euren Besuch. Gitta, um was geht es heute bei deiner Meditation? Weiß ich noch nicht. Auch ein nettes Thema. Spontanität dann demzufolge. Ich werde jetzt dann, wenn wir mit dem Talk fertig sind, noch ein bisschen in den Garten rausgehen und mich nach oben verbinden, wie ich das für gewöhnlich tue. Also mit meinen spirituellen Begleitern, Lehrern, Helfern, je nachdem, wie man es nennen will. Und einfach auch reinspüren, was ist das Thema des Abends, was brauche ich, weil ich bin ja da auch sehr uneigennützig mit den Meditationen, ich mache ja auch sehr viel für mich selber. Und dann, gerade jetzt, wo der Garten wieder betretbar ist, es liegt schon kein Schnee mehr, kann ich mich sehr schön erden und nach oben verbinden, und dann kommen da immer ganz, ganz tolle Geschichten dabei raus. Also ich bin selbst neugierig, was kommt, und lade euch herzlich ein, dabei zu sein, 19.45 Uhr via Facebook Live. Und liebe Wanni, lass die Runde ausschneiden. Sekunde, ich darf auch noch sagen, im Felden ist nicht nur die Farbenlehre, sondern es ist auch energetisch spirituelle Numerologie, wo auch jeder hineinschnuppern kann. Das heißt, am Tag der offenen Türe, am zweiten Tag, am Samstag, ist immer Tag der offenen Türe, und da können die Menschen sich kostenlos beraten lassen oder ein numerologisches Bild machen lassen, eben eine Aura-Analyse machen lassen. Von 9 bis 16 Uhr haben wir den Tag der offenen Türe. Also kommt bitte und schaut einmal, was wir machen und wie wir unseren Tag in Lebensfreude verbringen. Das hat jetzt meine komplette Überleitung kaputt gemacht, weil ich wollte sagen, wenn die Gitta noch überlegt, was sie machen wird, und wir ja schon wissen, was im Felden sein wird im April, haben wir natürlich eines total vergessen. Auch die Numerologie wird wieder sein. Und die wird gemacht von unserer Isabella. Isabella, wann ist das nächste Numerologie-Seminar? Das war eine gute Überleitung, die wäre echt gut kommen. Ah ja, nächste Woche, habe ich jetzt schon gesagt. Gleichzeitig ist es immer parallel zum Aura-Seminar oder zur Farbenlehre, dass die Numerologie ist, weil das sehr gut zusammenpasst. Also in 14 Tagen? Ja. Ja. Gibt es sonst ein Seminar im mentalen Lichtzentrum St. Veit in nächster Zeit? Erst im Mai starte ich mit Stimmgabeln. Komme jetzt auf die Homepage, ich habe gerade die ganzen Plakate fertig gemacht, ich habe die Datums jetzt nicht alle auswendig. Mai und Juni habe ich schon vorgeplant, und das stelle ich nachher diese Woche noch auf meine Homepage www.espisa.at. Sind Tagesworkshops, und das werden jetzt Einzeltage sein, um sich selbst das Bewusstsein zu erweitern, also das Selbstbewusstsein-Workshop, Stimmgabel-Workshop, Weiblichkeit ist im Juli, ich weiß jetzt gar nicht alles auswendig, ich habe 6 Plakate gemacht jetzt, und ich werde jetzt diese Woche noch einstellen. Bitte, Werner. Wer Lust und kein Problem, wer Lust und Laune hat für alle Kammerlöscher, am Sonntag, den 3. April von ca. 9 bis 13 Uhr,
machen wir im MLZ Wien ein Kammernacharbeiten. Halt, der Lust und Laune hat, freut mich sehr, sehr interessant. Wir machen alle meine Überleitungen kaputt. Der zweite. Du hast nichts mehr zu tun. Auch im Mentalen Lichtzentrum Wien haben die Seminare wieder angefangen. Dana, was ist das Seminar im Mentalen Lichtzentrum Wien? Ja, das nennt man spontanen Talk, ne? Genau. Und deshalb arbeiten wir 14 Tage durch, damit wir solche Überleitungen dann auch anbringen können. Damit du verstehst, was in den 14 Tagen passiert. Werner. Ja, auch im Mentalen Lichtzentrum Wien haben die Seminare wieder begonnen. Was macht es denn hier im April? Ja, Michael, stell dir vor, am 3. April, ja, am 3. April machen wir im MLZ Wien für alle Kammerlöscher ein Kammernacharbeiten. Also herzlich willkommen, wer noch Lust und Laune hat, es sind noch einige Plätze frei. Und bevor jetzt der Wolfgang da hineingrätscht, auch ich darf wieder im Mentalen Lichtzentrum Wien einen Vortrag geben, einen Workshop geben, und zwar im Sommer. Heile deinen Körper heißt er. Und da ist meine letzte Frage an den Wolfgang jetzt. Wolfgang, was machen wir zwar ein Seminar im Mentalen Lichtzentrum Wien? Im Mentalen Lichtzentrum Wien machen wir zwar überhaupt kein Seminar. Wann dann in Oberösterreich? Okay, wann machen wir das in Oberösterreich? Das machen wir jetzt nicht. Dieser Talk wird ja mitgeschnitten. Das heißt, es wird dokumentiert und ich möchte jetzt bei diesem Terminfindungsprozess nicht beobachtet werden. Aber was mich jetzt wirklich interessieren wird, was ist denn das nächste Thema in 14 Tagen, lieber Wolfgang? Du, ich habe nachgeschaut. Bin mir nicht sicher, ob es das schon gibt offiziell. Möchtest du einen Vorschlag haben von mir? Nein. Das Thema. Ja, gibt schon ein Thema. Ja, das weiß ich eben selber jetzt nicht genau. In diesem Sinne, es hat mir wieder sehr viel Freude gemacht. Es wird irgendwas mit Osterhasen zu tun haben. Irgendwas von einem Train. Ja, richtig. Es wird irgendwas vielleicht... Finde deine Eier oder so irgendwas. Wir werden auf jeden Fall irgendwas finden. Was wünscht man sich an Ostern in Wien? Boah, ja. In diesem Sinne, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich übergebe an unseren Regisseur, den Ronny, und sage herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Er wird uns jetzt abdrehen und wir sehen uns wieder in 14 Tagen. Bis dahin, schöne Zeit. Bis bald. Tschüss. Tschüss.